Auf einer Luxusjacht in Ägypten. Werner beim heißen Shooting, was für ein Leben. Kaum zu glauben, dass er vor kurzem noch Schrauben und Sägen im Baumarkt verkauft hat, bis die Kündigung kam. In solchen Momenten denke ich mir wirklich, ich bin der dekadenteste Arbeitslose aller Zeiten. Wenn man sich das mal anschaut, ich bin ja auf einer schönen großen Yacht, trinke Champagner. Doch viel zu lachen hat Werner zurzeit eigentlich nicht. Zurück in Deutschland hat er einen Termin in der Agentur für Arbeit. Denn seit er den Job im Baumarkt verloren hat, muss der schönste Mann der Republik sozusagen stempeln gehen. Doch das soll sich ändern. Kann ich da eventuell irgendeinen Nutzen rausziehen, dass ich halt Mr. Germany bin? Habe ich da vielleicht irgendwelche Vorteile? Ich denke schon, dass Sie gewisse Vorteile haben, weil Sie hätten diesen Titel nicht bekommen, wenn man nicht entschieden hätte, dass Sie ein entsprechend gepflegtes Äußeres haben. Und das ist, denke ich, für den Verkaufsbereich und den Modebereich schon sehr vorteilhaft. Einen Tag später. Das Gespräch mit der Jobvermittlerin war erfolgreich. Werner soll sich im Hotel eines Freizeitparks vorstellen und zur Probe arbeiten. An der Rezeption wird Werner gleich ins kalte Wasser geschmissen. Wo ist hier der Geldautomat? Der Geldautomat ist, wenn Sie hier geradeaus durchgehen, direkt rechts von den Aufzügen. Das ist der Gutschein fürs Frühstück. Den können Sie in jedem Restaurant hier einlösen. Ich muss halt auch einfach an die Zeit nach der Mr. Germany-Geschichte denken. Ich habe keinen Bock, irgendwann Hartz IV zu bekommen und dann nur zu Hause zu sitzen und vom Staat zu leben. Das ist nicht mein Ding. Hier wären wir an Ihrem neuen Arbeitsplatz. Sie, ja. Ihre Kollegin, die, hallo, die Elena. Hallo, Elena. So, Sie sind jetzt eben hier der erste Eindruck von dem Hotel. Ja. Sie erwarten hier die Gäste, begrüßen Sie natürlich ganz höflich und freundlich wie immer, nehmen den Gästen auch das Gepäck ab, helfen aus dem Auto heraus. Hallo, herzlich willkommen. Normalerweise bekommt Mr. Germany den Koffer hinterhergetragen. Jetzt muss Werner für andere anpacken und dabei immer schön nett und freundlich sein. Aber das kennt er ja von seinem Job als Schönheitskönig. Einerseits bin ich Mr. Germany, bin auf Veranstaltungen, schreibe Autogramme, werde fotografiert, ne, und hier mache ich den Hotelpage. Ne. Aber das wäre jetzt auch kein Job für mich, ganz ehrlich. Also das ist sowas, da suche ich mir schon was Anspruchsvolleres. Guten Abend, Ihnen hat's geschmeckt? Probejob Nummer 3, diesmal wirklich was mit Anspruch. Im Hotelrestaurant soll Werner sein Talent als Kellner beweisen. So, für die Dame, Latte Macchiato? Zwei kleine Weiße. Ja, mal beklatscht. Ja. Jawoll! Nach einem Tag Probearbeit fällt jetzt die Entscheidung. Die Gäste waren sehr zufrieden mit ihm, vor allem die weiblichen. Bei ihnen kommt er sehr gut an. Und ja, können auf jeden Fall uns vorstellen, ihn auch in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Endlich eine neue, richtige Arbeit für Werner. Auch seine Freundin Julia ist erleichtert. Doch bis er den neuen Job antritt, will der 21-Jährige noch richtig Gas geben als Mr. Germany. Also ich muss auch einfach gucken, dass ich dieses Jahr bestmöglich nutze. Ich bin nur einmal Mr. Germany und jetzt stehen mir die Türen offen, weil, sind wir ganz ehrlich, das ist die Chance meines Lebens und die Chance muss ich nutzen und die werde ich auch nutzen. Und jetzt macht die Kiste aus. Im Dezember muss Werner seinen Titel wieder abgeben und vielleicht klappt es ja auch danach mit der ganz großen Karriere. Denn für Werner steht fest, an das Leben im Rampenlicht könnte er sich ganz gut gewöhnen.